Kabarettist und Musiker Hannes Ringelstädter hat seinen Straubing Tigers eine Hymne geschenkt mit dem Titel Die Macht vom Pulverturm. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Die Tigers zuletzt 9-mal in Folge daheim gewonnen. Heute geht's gegen das Tabellenschlusslicht, gegen die Bietigheim Steelers. Da soll Heimsieg Nummer 10 dann folgen. In Dunkel von links nach rechts, das sind die Straubing Tigers. Die starten hier wie von der Tarantel gestochen. Super rübergespielt zu Scheid und noch bessere Parade von Aito Kallio. Der finnische Schlussmann bei den Gästen sollte eine Riesenpartie zeigen. Gab Chancen ohne Ende. Wir können gar nicht alle zeigen. Das nächste dicke Ding, Luke Adam, der hatte heute ein Privatduell mit Aito Kallio und scheitert wieder. Die Steelers ohne die Erkrankten Wilkie und Atkinson brauchen, um hier stattzufinden in diesem Anfangsdrittel. 18 Schüsse von den Gastgebern und 3 dann am Ende von den Steelers. Und den dritten Schuss schauen wir uns an, weil der ist brandgefährlich. Kurz vor dem Drittelende Lepphaus. Und dann ist es Stretch, der die Möglichkeit hat. Und Flo Bugel muss sich zum ersten Mal überhaupt so wirklich präsentieren vor der heimischen Kulisse. Lepphaus, der ja besonders auswärts gerne trifft, und Stretch kann hier fast das Spielgeschehen auf den Kopf stellen. So also 0:0 nach den ersten 20 Minuten. Tom Pokel gibt den Weg vor Richtung Tore schießen, aber das erste Tor gelingt den Gästen. Powerplay und dann ist es Guillaume No und Weiß, der da allein gelassen wird und das Powerplay-Tor macht zur schmeichelhaften Steelers-Führung. Braun einfach mal vors Tor gespielt, dann Bugel zur Seite abgewehrt und Guillaume Noh macht es richtig gut, aber nicht gut verteidigt bei den Gästen. Daniel Weiß mit der Führung, Saisontor Nummer 5. Die Tigers weiter die spielbestimmende Mannschaft auch im zweiten Spielabschnitt. Wir gehen dann schon in die 38. Minute, jetzt mal Überzahl für die Niederbayern und da spielen sie wunderschön. Tuomi, der Puck läuft, dann Turnbull, der hat noch den Blick in die Mitte, macht es dann selber und Aito Kallio zum ersten Mal geschlagen und das ist ein super Tor von Travis Turnbull. Auch für ihn der 5. Treffer der Saison, übrigens alle daheim am Pulverturm. Und er schaut hier noch und dann muss er es doch selber machen und ganz gefühlvoll links in die Ecke, keine Chance für den Bietigheimer Schlussmann. Das ist Präzision made by Travis Turnbull. Ja, und dann nur 20 Sekunden später diese Aktion. Steelers haben eigentlich den Puck, können ihn rausbringen und dann Connelly. Super, wie er danach arbeitet, findet seinen kongenialen Partner Atkinson und der macht das 2-1, Spiel gedreht. Die Macht vom Pulverturm schlägt zu innerhalb von 20 Sekunden. Jasper darf hier den Puck nicht verlieren und Atkinson mit seinem 8. Saisontor, zuletzt gegen Schwenningen nicht gespielt, davor gegen Nürnberg nicht getroffen und da davor doppelt getroffen in Ingolstadt. Was geht noch bei den Steelers? Erstmal müssen sie sich wieder auf Aito Kallio verlassen. Das Ganze in der 52. Minute hier, ganz schlimmer Pass und Aito Kallio ist wieder zur Stelle, der macht ja eine überragende Partie. Aber im dritten Drittel plätschert das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Die Steelers kommen nicht wirklich offensiv rein in diesen Spielabschnitt. Und dann sind wir schon in den Schlusssekunden. Empty-Net-Situation. Puck wird nochmal vors Tor gebracht. Da ist Kuddelmuddel vor Bugel nochmal geklärt. Und auch dann können es die Tigers mit vereinten Kräften machen. Und sie gewinnen dieses Spiel mit 2:1. Yeah, I think you know, the goalie played well. We had some good chances, and you know, a win's a win. So I think we just got to keep going and keep going this direction. It's good. We gave our best today. Unfortunately, it was not enough to get any points. Yeah, not a lot to say. Ja, die Enttäuschung bei Aito Kallio völlig nachvollziehbar. Ja, und die Macht vom Pulverturm hat es mal wieder zugeschlagen, ganz frei nach Hannes Ringelstädter. 10. Heimsieg in Serie, der DL-Rekord der Straubinger liegt bei 11. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.